willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute habe ich einen DM-Haul für euch. Ich war gestern im DM und habe alles gekauft, was mir ausgegangen ist. Naja gut, nicht alles. Ich hätte auch noch eine Foundation gebraucht, aber die wollte ich von Rossmann holen, weil die 30% hat. Und dann habe ich noch solche Rabattcoupons. Aber die hatten die Foundation nicht in meinem Farbton. Bei denen geht es irgendwie erst ab 120 los und ich brauche 105. Und dann wollte ich eigentlich auch noch von Rossmann den Augen-Make-up-Entferner von Rivali Loop mitnehmen. Aber auch der war ausverkauft. Also ich zeige euch jetzt quasi alles, was ich bei DM gekauft habe. Und ich habe das Gefühl, es ist dieses Mal vielleicht nicht ganz so interessant, weil es wirklich viele Standardsachen sind und so Dinge, die man einfach braucht. Keine dekorative Kosmetik, aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr dran bleibt. Und ich habe auch eine Sache mitgenommen, auf die bin ich persönlich sehr gespannt. Das ist von Balea das Reinigungsöl, schnelle Reinigung auch bei wasserfestem Make-up mit Arganöl für trockene Haut. Und darauf bin ich persönlich sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert und ob es funktioniert. Wenn ihr Lust habt, dann kann ich euch mitnehmen, wenn ich das Reinigungsöl das erste Mal ausprobiere. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr daran Interesse habt. Ich bleibe jetzt gleich mal bei Gesichtsreinigung. Ich habe von Aqua wieder mein Waschgel mitgenommen. Und zwar ist das mit Meeresalge für normale und Mischhaut. Das habe ich mir jetzt schon zum dritten Mal wieder nachgekauft. Ich finde es wirklich gut und es reinigt die Haut auch sehr schön. Apropos bezüglich Gesicht. Ich brauche eine neue Gesichtscreme. Und ich konnte mich gestern erst überhaupt nicht entscheiden. Ich wusste nicht, was ich nehmen soll. Habe mich dann von Alverde für die Anti-Aging Q10 Vitamin Tagescreme mitgenommen mit Goji-Beeren. Ich wollte eigentlich ein Komplettpaket, also sowohl also einfach nur eine Creme, die man tagsüber als auch nachts verwenden kann. Aber dann habe ich mir gedacht, naja gut, die Tagescreme kann ich bestimmt auch für nachts verwenden. Oder ich nehme dann die Nivea-Creme. Deswegen, ja, probiere ich die jetzt mal aus und darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Mir ist alles leer gegangen, wirklich. Alle langweiligen Standardsachen, wie zum Beispiel auch ein Deo. Ich habe mich wieder für ein Deo von Rexona entschieden. Dieses Mal einen Deo Stick Cotton Dry Motion Sense. Ich glaube, Motion Sense ist die neue Reihe von Rexona. Ich mag Rexona Deos ja sehr gerne und ich habe zwischen einem Deo Stick und einem Roll-On geschwankt und habe mich dann aber dafür entschieden. Ja, und dann noch ganz langweilig und randommäßig Wattestäbchen von Evelyn. Einmal habe ich ganz normale Wattestäbchen mitgenommen in rosa und dann auch in rosa Kosmetikstäbchen. Und zwar haben die vorne eine spitze Seite und, beziehungsweise was heißt vorne, wo ist bei Stäbchen vorne und wo ist hinten? Also die haben eine spitze Seite und die haben eine glatte Seite, so paddelförmig. Und damit kann man das Make-up ganz gut entfernen, beziehungsweise wenn man gepatzt hat, dann kann man damit die Wimperntusche entfernen oder das Augen-Make-up korrigieren. Ich hatte die vor längerer Zeit schon mal und ich denke, die sind ganz praktisch. Von BB habe ich wieder meine 3-in-1 pflegenden Reinigungstücher mitgenommen für empfindliche und trockene Haut. Die kaufe ich ja eigentlich so gut wie jeden Monat. Und dann auch noch absolut standardmäßig Alnatura Classic Tomatensoße ohne Knoblauch. Ich liebe diese Tomatensoße. Das ist die beste Tomatensoße im Glas, die es gibt. Ich hatte neulich eine mit Basilikum und die hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Deswegen habe ich jetzt wieder die mitgenommen. Und dann habe ich auch eine Erdbeermarmelade gebraucht. Dieses Mal habe ich von Bio einen Erdbeerfruchtaufstrich mitgenommen. Ich glaube, davor hatte ich immer von Alnatura die Erdbeermarmelade. Die wollte ich auch erst nehmen. Dann habe ich die hier entdeckt. Die ist neu und neue Sachen muss man ausprobieren. Dann habe ich meine Kochsalzlösung von Visio Max mitgenommen. Das ist die Eigenmarke von DM und ich finde die sehr gut. Und dann noch eine Zahnbürste bzw. zwei Zahnbürsten von Dentodent Hoch und Tief Interdental Borsten. Natürlich auch in rosa, beziehungsweise die eine ist in rosa. Und dann noch von BB Soft Shower Cream für trockene Haut. Ich wollte ja eigentlich das Duschgel von Balea mitnehmen aus dieser Limited Edition Frozen Berry, glaube ich. Frozen Breeze hatte ich beim letzten Mal und dieses Mal wollte ich unbedingt Frozen Berry. Von Frozen Berry habe ich die Body Lotion, aber irgendwie finde ich den Duft dann doch zu künstlich und er hält auch nicht lange an, zumindest die Body Lotion. Und deswegen habe ich mich dann für BB entschieden. Die Duschgele und Body Lotions von BB verwende ich immer lieber im Winter. Das ist für mich so ein Winterduft und ich finde, der Duft riecht neutral, aber trotzdem sauber und frisch. Und ja, passt ja jetzt für die Jahreszeit. Ist
einfach ganz klassisch, das ist jetzt für trockene Haut eine sanfte Cremedusche. Irgendwie haben die gar nicht mehr so diese Duschen, die sie sonst haben. Ich weiß auch nicht, also sie hatten eigentlich nur diese und dann noch eine mit Gucci, nee, Gucci-Bären ist ja das hier. Also noch irgendwas mit Bären, ich glaube Cranberries oder irgendwie sowas oder Granatapfel. Also die hat noch eine, aber die hat mehr fruchtiger geduftet. Ich wollte ja keinen fruchtigen Duft, sondern ich wollte etwas Klassisches, Gesättigtes für den Winter und dann habe ich die mitgenommen. Das war in diesem Monat mein DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch trotzdem interessiert, auch wenn dieses Mal keine dekorative Kosmetik dabei war und es eigentlich alles so Standardsachen waren, aber ich habe die halt nun mal gebraucht und ich kaufe eigentlich meistens immer nur das, was ich brauche, es sei denn, es war dann vielleicht mal ein schöner Lippenstift mit oder irgendwas Schönes, was ich sonst noch sehe, aber dann brauche ich das ja auch, weil ich es ja benutze. Was auch immer ich euch jetzt eigentlich sagen möchte, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss!